Servus, grüezi und herzlich willkommen zum kleinen Ausblick in die Welt der japanischen Spiele. Und dazu gehören eben nicht nur JRPGs, sondern auch sowas. Sowas. Und ja, auch sowas. Mein Name ist Jonas, ich habe die offizielle Japan-Spiele-Vorstelle-Lizenz von Ninotaku. Ich habe den noch nie gesehen. Wer ist denn das überhaupt? Okay. Und ich stelle euch hier die kommenden Spiele für den März 2021 aus dem fernen Japan vor. Außerdem gibt's ab sofort immer ein kleines Angespielt-Fazit, dieses Mal zu Bravely Default 2 und außerdem noch ein Tipp aus unserem Team. Los geht's! Den Anfang macht ein Titel, den die meisten Genrefans vermutlich schon lange durchhaben. Yakuza Like a Dragon präsentiert mit geballter Afro-Power einen neuen Protagonisten und verwandelt die Beat'em-Up-Kämpfe der Vorgänger in kurioser Weise unglaublich passende rundenbasierte Kloppereien. Auch wenn der Titel einige Längen hat, dürfen sich Fans der Reihe und Besitzer einer PS5 über den zweiten Next-Gen-Release freuen. Harvest Moon One World bringt die glorreiche Farming-Simulation wieder zurück. Anfang März dürfen wir Städte besuchen, unseren Bauernhof bewirten und Beziehungen knüpfen, wenn auch keine gleichgeschlechtlichen. Größte Neuerung wird die titelgebende Welt, denn dieses Mal reisen wir auf der Nintendo Switch in verschiedenste Regionen auf dem ganzen Globus, egal ob Südseestrand oder verschneite Berge. Leider müssen PS4-Besitzer in Europa auf eine eigene Version verzichten. Die gibt's nämlich nur in den USA. Ob der Weltenkniff gut gelingt, sehen wir in wenigen Tagen. Als Spin-off der Hyperdimension Neptunia-Serie beschreitet Neptunia Virtual Stars erstmals Hack'n'Slay-Pfade. Im virtuellen Virtual Land, und ja, das heißt wirklich so, herrscht große Not, weswegen die Göttin der Digitalität Hilfe ruft. Und wer kommt? Genau, zwei VTuber und die vier Götter der Weltgame Industry. Man muss diesen Story-Überbau doch einfach lieben. Mit allen Figuren kloppen wir uns dann durch die Levels und setzen bei aufgeladenem Emotional Overdrive Spezialattacken ein. Und was gehört noch ganz logischerweise dazu? Ja, ein Rhythmusspiel. Der neueste Teil der langlebigen Beat'em-Up-Reihe Samurai Showdown kam 2019 ohne neue Zahl im Titel auf den Markt und bei Kritikern gut an. Grund genug, das Ding auch auf die Next Gen zu hieven, allerdings nur auf die Xbox Series S und X. Wie es um eine PlayStation 5-Variante aussieht, das ist noch offen. Angekündigt wurde dazu leider nichts. Okay, ich garantiere euch, dass Saviors of Sapphire Wings and Stranger of Sword City Revisited noch nicht der komischste Name im März ist. Und hey, der sperrige Titel hat auch einen Grund. Ursprünglich erschien der Dungeon Crawler Stranger of Sword City nämlich bereits 2014 in Japan für die Xbox 360. 2016 gab es eine geupdatete Fassung für die PS Vita. So. Und diese Fassung gibt es nun beim Kauf von Saviors of Sapphire Wings zusätzlich. Spielerisch erwarten uns klassische Genrevertreter. Will heißen, wir erkunden Dungeons und stellen uns gegen zahlreiche Monster. Im Fall von Stranger of Sword City wissen wir aber bereits, dass das verdammt hart wird. Los geht's am 16. März auf dem PC, Switch-Besitzer müssen bis zum 19. warten. Rootfilm ist ein Adventure mit starken Visual Novel-Anleihen. Das bedeutet, es wird viel geredet, aber das ist auch wichtig. Denn als 23-jähriger Mann Rintaro Yagumo müssen wir mehrere Morde aufklären. Los geht das alles am Set der im Spiel beliebten Serie Shimane Mystery Drama Project. Yagumo erhält die Chance, die Show neu aufzulegen, nur sterben dort plötzlich ein paar Menschen. Was hier abgeht, das müssen wir im Spiel herausfinden. Dafür sammeln wir in Dialogen Hinweise und belauschen Personen, um so letztendlich den oder die Killer zu finden. Warum nur Tetris, wenn man auch Puyo Puyo dazu haben kann? Das haben sich die Entwickler bei Sega bestimmt auch gedacht und kurzerhand beide Marken in ein Spiel gesteckt. Puyo Puyo Tetris 2 setzt das nun auf dem PC fort. Wie gehabt stapeln wir Formen und Puyo-Bälle, wählen verschiedene Modi aus, wie etwa den Abenteuermodus Sun Story oder die neuen RPG-angehauchten Talentkämpfe und vernichten Kugeln und Blöcke, bis Dr. Mario kommt. Es ist soweit. Ab dem 25. März ist das Gangster-Epos um Kiryu Kazuma auf PC und Xbox One endlich komplett. Denn dann kommt Yakuza 6 The Song of Life heraus und beendet die Geschichte des Protagonisten. Wie es mit der Serie weitergeht, das
wisst ihr ja schon. Immerhin hatten wir Teil 7 ja vor ein paar Minuten in dieser Liste. Harvest Moon One World bringt die glorreiche Farming-Simulation... Moment, das hatten wir doch schon... Okay, kein Wunder. Story of Seasons Pioneers of Olivetown sieht nicht nur so aus, streng genommen ist es mehr Harvest Moon als das neue Harvest Moon. Hinter diesem Titel stecken nämlich die ursprünglichen Entwickler. 2014 hatte der Rechteinhaber der Marke beschlossen, die Spiele komplett selbst zu entwickeln. Denn er hatte schon zuvor zwei Puzzle-Ableger entwickelt, weswegen es für eine kurze Zeit sogar zwei Serien mit demselben Namen gab und jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Das alte Team hat wegen dem Lizenz-Hickhack einfach eine neue Marke erschaffen. Und so wundert es kaum, dass Pioneers of Olivetown ein konsequenter Farming-Simulator werden soll, in dem wir unter anderem unseren Bauernhof aufbauen und Beziehungen eingehen können. Und ja, hier gibt es sogar gleichgeschlechtliche Romanzen. Was kommt dabei heraus, wenn die Schöpfer von Sonic the Hedgehog, Director Yuji Naka und Character Designer Naoto Oshima das erste Mal seit 20 Jahren wieder zusammenarbeiten? Das da. Balan Wonderworld heißt der Titel und schickt uns in diverse Levels, die sich so schick herumdrehen. Außerdem gibt es überall Collectibles und Klamotten zu finden. Letztere verleihen unserer Figur Fähigkeiten, mit denen wir dann noch mehr Kram erreichen können. Eine erste Demo gibt's übrigens auch schon, bei Interesse also einfach mal Probe spielen. Mit Monster Hunter kenne ich mich leider gar nicht so gut aus. Anders als Natascha. Tja, wenn die hier wäre, meine Güte, würde die den neuen Teil Rise gut präsentieren. Also macht sie das doch einfach. Aber sehr gerne doch. Mit Monster Hunter Rise kehrt die Serie nach einem kurzen Ausflug auf PlayStation, Xbox und PC wieder zurück auf die Nintendo-Konsolen. Tatsächlich ist das das erste vollwertige Monster Hunter auf der Nintendo Switch, da es sich beim letzten Spiel nur um die Ultimate-Version des für Nintendo 3DS entwickelten Monster Hunter Generations gehandelt hatte. Wie mit jedem neuen Teil der Hauptserie bekommen wir auch dieses Mal einen neuen Abschnitt der zusammenhängenden Welt des Franchises zu sehen, der eigene neue Biome verspricht und eine Menge neuer Monster einführt. Einige liebgewonnene Verbesserungen von Monster Hunter World wurden übernommen und einige komplett neue Elemente eingeführt. Eines davon ist die Erweiterung der Spielwelt in der Vertikale, denn mit den neuen Seilkäfern können wir uns mit ein bisschen Geschick nahezu endlos durch die Lüfte schwingen. Auch die Angriffsmuster der 14 verschiedenen Waffen werden durch die Seilkäfer erweitert. Außerdem begleitet uns ab dem 26. März nicht mehr nur unsere Katze, der Palico. Mit den Palamutes wird erstmals ein neuer tierischer Begleiter eingeführt, nämlich ein Hund. Dieser kämpft an unserer Seite, dient uns als Reittier und lässt sich selbstverständlich auch ausgiebig beschmusen. Kingdom Hearts gehört zu einer der unzugänglichsten Spielereien überhaupt. Wieso? Weil sich die wohlgemerkt fortlaufende Handlung über unzählige Plattformen und Spiele zieht und die Geschichte selbst auch noch ziemlich komplex bleibt. Aber dafür gibt's ja die HD-Collections, die alle Titel als Remastered oder Filme bündeln. Und jetzt müsst ihr stark sein, denn die Namen haben es nach wie vor in sich. Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix vereint Teile 1 und 2, das Prequel Birth by Sleep und ein Remake von Chains of Memories. HD 2.8 Final Chapter Prologue liefert euch hingegen Dream Drop Distance, einen kleinen Prolog für Hauptteil 3 und den Film Kingdom Hearts Cross Back Cover. Teil 3 plus Remind ist dann besagter dritter Ableger samt DLC und Melody of Memory ist ein musikalisches Spin-off. Puh, das war was. Für Konsolenbesitzer ist das kalter Kaffee, aber all diese Spiele kommen am 30. März auf den PC und damit dürfen wir auf der Plattform das erste Mal überhaupt die gesamte Reihe erleben. Wir müssen nur knapp 230 Euro überhaben. Der März ist halt kein Scherz, genauso wenig übrigens wie der Februar. Und der hat mit Bravely Default 2 sogar noch einen echten Hochkaräter mit an Bord. Ich habe da mal ein paar Stunden reingespielt und was der Nachfolger der Reihe kann und was leider nicht, das verrate ich euch in ungefähr einer Minute. Bravely Default 2 heißt zwar so, ist aber eigentlich der dritte Teil der Reihe. Allerdings handelt es sich dieses Mal um eine komplett neue Geschichte. Wer die Vorgänger auf dem 3DS verpasst hat, kann also ohne Bedenken loslegen. Die Story selbst ist so charmant und klischeehaft, wie man es von einem Fantasy-JRPG erwartet. Aber spielerisch setzt der Titel die gelungene Idee der Reihe fort. Bravely Default 2 modernisiert die klassische Formel des Genres dank zweier Befehle.
Per Brave klauen wir uns in den rundenbasierten Kämpfen bis zu 4 Züge, die unsere Helden und Heldinnen dann direkt hintereinander ausführen können. Default setzt hingegen unseren aktuellen Zug aus und spart ihn auf. So hauen wir in Standardkämpfen einfache Gegner schnell aus den Latschen, während Bossgefechte richtig anspruchsvoll bleiben. Leider können wir, wie sonst von der Serie gewohnt, nicht mehr einstellen, ob wir auf viele, wenige oder gar keine Monster in den Dungeons treffen. So wird das Spiel etwas grindiger und das Erkunden etwas zäher. Nach den ersten Stunden können wir also sagen, wirklich neu macht Bravely Default 2 nichts. Es ist halt ein klassischer und routinierter Nachfolger mit einer neuen und frischen Geschichte. Zum Abschluss gibt's noch wie versprochen eine kleine Empfehlung aus dem Team. Die liebe AK hat sich gedacht, ich bleib den komischen Namen in diesem Video doch einfach mal treu und schnapp mir Project Triangle Strategy in Klammern Arbeitstitel. Ob das wirklich so heißt, was es mit dem Spiel auf sich hat und warum ihr euch darüber freuen solltet, das verrät sie euch einfach gleich selbst. Project Triangle Strategy in Klammern Arbeitstitel heißt so, weil es noch gar keinen richtigen Titel hat. Es wurde nämlich gerade erst bei der Nintendo Direct angekündigt und ist ein Rundenstrategiespiel aus dem Hause Square Enix. Als erstes habe ich gedacht, es ist einfach ein neuer Teil von Octopath Traveler, weil es mit den kleinen knubbeligen Figuren und der Optik insgesamt so aussah, aber tatsächlich ist es ein komplett neuer Titel. Der auch sehr viel tiefer geht als Octopath Traveler. Wir haben nämlich nicht nur die normale Rundenstrategie, wo man gegeneinander auf einem Gitternetz in die Schlacht zieht, sondern es geht noch viel weiter. Wir haben Höhenunterschiede, die jeweilige Attacken mit sich bringen, die dann auch verschieden effektiv sind. Man kann mit dem Spion unter einer Brücke herschleichen und dann von hinten jemanden erdolchen, weil ja, von hinten angreifen oder von vorne oder von der Seite hat wieder jeweils unterschiedliche Stats. Außerdem geht es noch weiter und es wird sowas wie Terrain-Effekte geben. Wenn ich also mit einer Wassermagierin es regnen lasse und dann hinterher für Blitze sorge, wird der Boden elektrisch geladen und das sorgt für einige Überraschungen im Spiel und in der Schlacht, was ich persönlich ziemlich cool finde. Heißt natürlich auch, meine Gegner können das genauso, aber wo bleibt denn dann der Spaß, wenn nur ich das könnte? Neben der Schlacht gibt es auch noch andere Bereiche, in denen man sich hervortun kann, denn man wird immer wieder gefragt, welche Entscheidungen man treffen soll. Und aufgrund von dieser Entscheidung ändert sich der Ruf von einem selbst im Königreich. Und anschließend daran schließen sich uns bestimmte Leute an oder nicht, weil sie denken, hey, das ist ein cooler Dude, mit dem würde ich gerne was machen oder das gefällt mir gar nicht, dem bleibe ich fern. Das heißt, je nachdem, wie wir spielen und wie wir agieren, kriegen wir auch unterschiedliche Leute in unsere Party. Und die wiederum brauchen wir hinterher, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen im Spiel zu treffen, denn die treffen wir nicht allein, sondern die trifft unsere Party. Wir können zwar versuchen, die Leute zu überzeugen, indem wir vorher durchs Dorf oder durchs Königreich huschen, neue Argumente sammeln und die Leute dann wirklich im Wahlsaal noch versuchen zu überzeugen, aber ob das geklappt hat, erfahren wir immer erst nach der Abstimmung. Das hat wiederum natürlich Auswirkungen aufs Spiel, weil dabei geht es halt um kriegsentscheidende, im wahrsten Sinne des Wortes, Entscheidung. Wenn sich das für euch spannend anhört und ihr gerne wissen wollt, was hinter Project Triangle Strategy in Klammern Arbeitstitel steckt, könnt ihr das Ganze gerade aktuell im Nintendo eShop runterladen, da gibt es nämlich eine Demo umsonst. Ich würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und uns hinterher sagt, wie es euch gefallen hat. Das war's tatsächlich schon für den Monat, aber jetzt seid ihr gefragt. Auf welche Titel freut ihr euch am meisten? Könnt ihr mit japanischen Spielen überhaupt was anfangen? Schreibt es uns in die Kommentare. Außerdem haben wir natürlich zum Abschluss auch noch was für euch. Hier findet ihr zum einen eine Zusammenfassung von allen Fakten zu Resident Evil 8 und hier findet ihr ein Video über Super Mario 3D World und ob es sich überhaupt nochmal lohnt, das Ding zu kaufen. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.